auf der Broschüre der E-Doctors habe ich gelesen, move the data, not the patient. Das war ein Schlagwort, das ich gelesen habe. Was verbirgt sich hinter dem Schlagwort? Wo liegen da die großen Einsparungsmöglichkeiten oder die besseren Versorgungsmöglichkeiten für den Patienten? The patient data has to be available. We have to break down these boundaries in a safe way to allow a better interaction on these different medical professionals for the patients. I think this integration and tearing down some of these old walls is one of the most important things, I think, in the future. Zum Thema Datenschutz noch ganz kurz aus unserer Praxis. Bis vor einem Jahr hat kein Hahn danach gekräht. Jetzt rufen uns pro Tag 3 bis 5 Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater und vor allem Ärzte an. Das Thema Cyber Risk ist seit wenigen Monaten in aller Munde. Und das Problem dort für den betroffenen Arzt in dem Fall ist es gar nicht so sehr, dass die Daten der Patienten weg sind, sondern das Problem für den Arzt ist, dass andere erfahren, dass bei ihm das möglich war. Weil damit ist er seine Kunden los und die Klienten los. Weil die Mundpropaganda in diese Richtung geht genauso schnell. Da ist die komplette Versicherungsbranche derzeit vor einer Herausforderung, die vor wenigen Jahren absolut unterschätzt wurde. Und diesbezügliche Dinge können Sie zurzeit gar nicht am österreichischen Markt wirklich zu 100% gut abdecken. Also das überrollt uns. Datenschutz, respektive, ich rede eigentlich viel lieber von Persönlichkeitsschutz wie von Datenschutz. Wir wollen nicht die Daten schützen, sondern die Persönlichkeit des Patienten, ein Thema. Das ist in der Regel, wenn das richtig gemacht wird, in der Telemedizin besser aufgehoben als in der konventionellen Medizin. Schon nur diese Tatsache, wir dürfen eigentlich per E-Mail keine Sachen verschicken, sondern entweder per Post, per Pferdekurier oder dann noch allenfalls per Fax. Sie wissen nicht, wie viele falsche Faxe wir in der Praxis bekommen von Patienten, die wir nie gesehen haben, sich zu vertippen auf einem Faxgerät. Aber das ist sicher. Hingegen, was elektronisch ist, nicht sicher. Nein, wenn man das korrekt macht, ne, die entsprechenden Sachen auch so, die Hoheit dieser Daten gehören der Person, sich eigentlich auch, und ich sage das ganz bewusst provokativ, die Datenschützer betreiben da zu einem großen Maß auch Selbstbefriedigung in diesem Sinne, nicht im Patientensinne, sondern eigentlich um sich zu rechtfertigen. Ich bin jetzt bewusst provokativ gewesen. Der Patient soll bestimmen. Und wenn ich meine Patienten oder wenn man schaut ein bisschen, was in meinem telemedizinischen Überblick da hier sieht, die Patienten sind sehr gerne bereit, ihre Daten zur Verfügung zu stellen, weil es ihnen ja nutzt. Und wenn ich dann noch sehe, was die Leute über sich in Facebook und weiß der Teufel wo posten, dann ist eigentlich das, was in den medizinischen Akten ist, viel weniger kompromittierend als die besoffenen Bilder auf Mallorca oder was auch immer da zu sehen ist.